Hi, mein Name ist Janis von der Hohen und ich sitze hier mit Laura und wir haben heute ein ganz, ganz persönliches Thema, nämlich das Thema Histaminintoleranz, Histaminunverträglichkeit. Das ist so, als ich Laura kennengelernt habe, vor 6 Jahren würde ich vielleicht sagen, ungefähr. Ja, ungefähr. Ja. Da hatte sie eine starke Histaminunverträglichkeit und das ist sehr einschränkend in der Lebensmittelauswahl. Wir kriegen dazu super viele Fragen bei Yahoo. Wir haben auch einen sehr, sehr langen Blogartikel darüber geschrieben, was das Ganze ist und wie man das Ganze auch vegan gut hinbekommt. Aber es gibt immer mehr Fragen, die auch sehr persönlich sind an Laura. Und ich habe diese Fragen heute mitgebracht und werde die durchgehen. Die kommen von euch. Ich habe die bei Instagram gestellt. Was habt ihr für Fragen an Laura? Und da sind ein paar zusammengekommen. Ich habe die 5 wichtigsten mal genommen und werde sie dich fragen. Und dann kommen wir danach vielleicht nochmal in ein anderes Gespräch. Wo kommt denn das Ganze her mit der Glutenintoleranz? Oder der Histaminintoleranz oder anderen Unverträglichkeiten. Was hat das so für Ursachen? Und das ist immer natürlich individuell, aber man kann davon ganz viel lernen, wenn man das auch an einem konkreten Beispiel mal versteht. Genau. Und deswegen lege ich gleich mal los. Denn die Leute wollen natürlich wissen, wie hast du denn deine Histaminintoleranz festgestellt? Ja, das war auf jeden Fall ein längerer Weg. Ich hatte eigentlich schon seit vielen Jahren einfach immer Magenschmerzen und fast schon so, dass es einfach zu meiner Normalität einfach gehört hat. Es war einfach Teil von meinem Alltag, dass ich abends eigentlich gar nicht mehr so richtig aufrecht sein konnte. Und es war eigentlich immer, also morgens war es immer besser und im Laufe des Tages hat sich einfach immer so ein krasses Stechen in meinem Magen verhärtet. Und du wusstest nicht, was es ist? Ich hab immer vermutet, dass es einfach mit Stress zusammenhängt, weil ich schon gesehen habe, dass wenn ich einen stressigeren Tag hatte, dass es dann einfach schon stärker wurde. Aber ich habe mich damals auch einfach noch nicht so viel mit Ernährung beschäftigt. Also ich habe einfach, es kam einfach nicht so in meinen Kopf, dass das vielleicht an bestimmten Lebensmitteln hängen könnte. Hattest du denn noch was anderes außer irgendwie Magenstechen? Nee, damals war das eigentlich immer nur wirklich ziemlich krasse Magenprobleme und halt schon so aufgebläht zu sein. So. Aber es war einfach, also ich war wirklich schon in einem Zustand, wo ich dachte, so ist das irgendwie bei mir. Irgendwie habe ich so einen blöden Magen oder so. Das haben viele. Also ja, wir kriegen viele Fragen so, ich habe irgendwie Magenprobleme, ich habe irgendwie einen aufgeblähten Bauch, aber keiner weiß, also manche denken so, habe mich da halt dran gewöhnt, ne? Ja, man gewöhnt sich an Schmerz, das ist ein bisschen traurig, aber das war auf jeden Fall bei mir so. Und, irgendwann war es dann aber sehr, sehr stark. So stark, dass ich irgendwie einfach mal zum Arzt gegangen bin und ich hatte dann damals auch einen ganz guten Hausarzt gefunden, einen außerordentlich guten, bei dem ich dachte, okay, irgendwie kann ich zu dem mit allem kommen. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ich check das einfach mal. Ich lasse es einfach mal checken. Und ja, habe mit ihm einfach ein längeres Gespräch gehabt und genau, er war halt recht alternativ orientiert, ein toller Mensch und der hat dann sofort gesagt, lass uns einfach Tests machen, Lebensmittelunverträglichkeiten. Ja. Okay. Wie war das mit der Haut? Das war noch gar kein Thema. Okay. Ich hatte keine Hautprobleme. Du hattest damals noch gar keine Hautprobleme. Nee. Das heißt, man sieht es gar nicht am Anfang. Ja. Und man spürt es nur im Magen. Ja, es war bei mir so. Das kann bei jedem anders sein. Also das ist einfach Histamin. Also es ist ja so, du hast mir das ja dann später erklärt, das ist ja eine Entzündung im Körper und das Schwierige daran ist, die festzustellen, dass die äußert sich bei jedem an einer anderen Stelle. Das ist super individuell. Und bei mir war das einfach erst einmal nur die Verdauung. Es ging einfach richtig krass auf die Verdauung und genau, dann hat er das halt getestet und er hat mir dann auch gesagt, ich glaube, jemand anderes würde da überhaupt gar keinen Zusammenhang sehen in den ganzen Ergebnissen. Ist ja auch voll willkürlich, ne? Was man verträgt und was genau, nicht, weil versteht es man ist, nicht. Genau, es ist halt nicht irgendwie so eine bestimmte Gruppe so irgendwie von Lebensmitteln, weil Histamin, das ist ja in manchem Obst, in manchem Gemüse, in manchem Getreide und so weiter und oder auch die Zubereitungsart, ne?
Und da hat er dann aber das herausgestellt und hat gesagt, ich sehe den Zusammenhang, dass alles, worauf du reagierst, hat einen hohen Histamingehalt. Okay. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jeder Arzt kann, aber er hat es auf jeden Fall gesehen. Und er ist der Erste, der dieses Wort überhaupt Histamin in mein Leben gebracht hat. Ich wusste einfach nichts davon. Ja, kennt man ja auch nicht so. Nee, kennt man ja nicht. Deswegen, also die zweite Frage war auch, woran erkenne ich, dass ich eine Histaminintoleranz habe? Also ich meine, klar, du hast irgendwelche Symptome. Ja. Aber woran ich das erkenne, höre ich jetzt heraus, ist, man kann das testen. Mhm. Und wenn da diese ganzen Lebensmittel, die sehr histaminhaltig sind, irgendwie, wenn du darauf reagierst, dann kann man daran sehen, okay, das hat was mit Histamin zu tun, nicht mit irgendwas anderem. Ja, ich schätze, dass es wahrscheinlich nicht jeder hinkriegt, das aus den Ergebnissen rauszulesen, aber in meinem Fall war es halt so. Okay, sag mal, was ist histaminhaltig denn an Lebensmitteln? Worauf hast du dann reagiert? Was da einfach mal Test so stand? 10 Sachen oder so. Es war, ich glaube, ich erinnere mich daran, dass sowas war wie Kiwi, Banane, Ananas und dann aber wieder auf der anderen Seite Weizen. Und dann irgendwie Spinat, Tomaten, Käse, bestimmter Käse. Es waren so Sachen, die in dem Test aufgetaucht sind. Was mit Wein? Alkohol? Ich weiß nicht, ob das da drauf aufgelistet wurde. Wurde gar nicht gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Weil es ist ja schon so, also das Histaminhaltigste ist ja das, was am längsten vergoren ist. Ne? Dabei entsteht ja ganz viel Histamin. Und das ist nicht nur Sauerkraut, sondern ganz krass Wein, dann haben wir Käse, langgereifter Käse. Ne? Ja, also ich habe damals einfach keinen Alkohol getrunken. Ich kann zu dem Alkohol schon mal nichts sagen, aber ich weiß es auf jeden Fall von anderen, dass das schwierig ist. Okay, und was hast du dann gemacht in dem Moment? Also die dritte Frage ist, konnte Laura die Histaminintoleranz komplett aushalten? Also ich meine, du gehst zum Arzt und dann sagt er dir, du kannst irgendwie alles nicht essen, gefühlt, ne? Und das ist völlig übermannend. Ja. Und konntest du das irgendwie dann ausheilen oder was hast du da gemacht? Genau, also er hat mir ziemlich klar gesagt, was ich machen soll. Okay, was ist das? Er hat gesagt, du isst jetzt eine Woche nur Kartoffeln. Okay. Und dann war alles fertig. Eine Woche Kartoffeln und dann für immer geheilt. Und genau, trinkst halt irgendwie Tee, so Kräutertee oder so. Und und dann habe ich eigentlich, ich hab das dann durchgezogen. Also da muss man natürlich auch so ein bisschen die Motivation haben. Es muss vielleicht schlimm genug sein oder keine Ahnung was. Man muss neugierig sein. Und ich habe dann das gemacht und es ging mir gut. Richtig gut ging es mir. Richtig gut, keine Magenschmerzen, gar nichts. Auf einmal sofort alles weg. Und dann hat er halt gesagt, genau, wenn du dann halt so den Zustand hast, dass es dir einfach endlich mal wieder gut geht, dann nimmst du jeden zweiten Tag eine Sache dazu. Ja. Eine Sache dazu. Und spürst, ob das immer noch gut ist. Spürst, was passiert. Mhm. Genau, spürst in dich rein. Und dann habe ich dann halt so erstmal so super sanfte Sachen dazu genommen. Gedünsteten Fenchel, gedünstete Brokkoli. Also ich habe mir schon Listen aus dem Internet als Hilfe dazu geholt, um zu wissen, okay, was enthält kein Histamin, also auch nicht histaminarm oder irgendwas, sondern wirklich, was ist einfach sogar gegenwirkend, also kann mir helfen. So. Deswegen, das waren dann wirklich super schonende Sachen und da habe ich auch keine Ausnahme gemacht. Damals habe ich studiert, ich habe nicht mehr in der Mensa gegessen, ich habe immer meine Box dabei gehabt mit meinen vorbereiteten Sachen. Nichts mehr vom Bäcker, nichts mehr Schnelles irgendwie. Okay. Und da war ich super konsequent und es hat mir super gut getan. Und dann hat er mir halt den Tipp gegeben, dass ich jetzt mal in diesem Zustand, in dem ich bin, einmal wirklich was extrem Histaminhaltiges essen soll und gucken soll, was passiert mit meinem Körper, damit wir feststellen, ist es denn wirklich das, worauf ich reagiere. Was hast du dann damals gegessen? Damals war ich noch nicht vegan und habe dann so ganz weit gereiften Käse gegessen. Also okay, so und was Berg. Passiert? Ja, also das war wirklich krass. Also ich hatte total den Schwindelanfall und Herzrasen. Es war jetzt nicht so die Menge, dass ich davon Magenkrämpfe bekommen hätte, weil, glaube ich, mein Verdauungssystem so entspannt war. Aber ich habe es dann auf jeden Fall ganz anders in meinem System gemerkt. So. Und ich hatte dann damals ja auch schon ein bisschen recherchiert und war mir dann sicher so, okay, das scheint zuzutreffen. Und dann habe ich erstmal so weitergemacht. Okay. Und
dann hatte ich halt, ja, wie das so ist, man bewegt sich so durch so Phasen im Leben und dann kam ein Moment, wo es mir emotional nicht gut ging. Okay. Und da habe ich dann auch die Ernährung wieder nicht so strikt gemacht und es kam auf jeden Fall emotionaler, großer Stress dazu. Drama. Und dann ist das komplett gekippt und es gab wie eine Art Histaminschock, würde ich sagen. Wie hat sich der geäußert? Also auch einfach Magenprobleme in Extrem? Oder? Nee, das kamen andere Sachen hinzu. Also ich hatte dann einen Ausschlag um die ganzen Augen rum und auch irgendwie total plötzlich über Nacht extrem unreine Haut. Also fast schon so Akne-Schübe, was ich nie hatte in meinem Leben. Okay. Ich hatte nie Probleme mit der Haut. Nee, du hast ja auch jetzt eine super schöne Haut. Ja, es ist nichts mehr davon da, aber auf jeden Fall in der Zeit war das echt, also habe ich mich teilweise nicht mehr auf die Straße getraut. Okay. Es war wirklich schlimm. Dachte echt, ich sehe aus wie so ein Monster. Unreine Haut, Pickel. Ja, und unter den Augen so, ne? Auch rot. Ja. Ja, das hast du ja auch noch kennengelernt bei genau. mir, diese Ausschläge hier. Ja. Ja, und ich weiß, ja, und dann habe ich gedacht, okay, also manchmal muss man ja mehrmals gezeigt bekommen, so geht das nicht. Nächstes Zeichen, so geht es einfach nicht. Es ist jetzt nicht damit getan, dass du jetzt einmal irgendwie eine Kartoffeldiät gemacht hast, sondern du musst da dranbleiben. Das geht jetzt nicht irgendwie einfach wieder weg, okay, oder so, ne? Aber was ich jetzt höre, also klar, du kannst dieses Symptom, ne? Ja. So, reglementieren, sage ich mal, durch Essen. Man kann durch Essen super, super viel heilen. Durch histaminarmes Essen kann man zum Beispiel bei Histaminunverträglichkeit viel schaffen, dass man keine Magenprobleme hat, vielleicht auch, dass man eine bessere Haut bekommt und so. Aber der Auslöser davon, weil es haben ja nicht alle, die histaminhaltige Nahrung essen, ist halt Stress in dem Fall. Also das kommt ja zusammen, ne? Man hat halt diesen Stress und dann ist der Histamin Spiegel höher im Körper und dann steigt er halt so weit an, dass quasi das Essen, was von oben mit viel Histamin draufkommt, das Fass zum Überlaufen bringt. Ist das richtig oder ist das zu simpel? Ich glaube, es ist ein bisschen zu simpel, weil ich glaube, jede Histaminunverträglichkeitsgeschichte ist super individuell und ich kann mir vorstellen, dass manchmal das Essen der Auslöser ist, manchmal ist, also es ist bestimmt ein Zusammenspiel, definitiv ist es ein Zusammenspiel. Wie du sagst, es ist halt der Stress schon dafür sorgt, dass das Level von dem Histamingehalt im Körper einfach schon relativ hoch ist. Und ja, das war es halt damals auf jeden Fall bei mir. Und dann war ich so ein Tierchen. genau. Ja, okay. Und dann, genau, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt muss ich es. Ach so, es kam hinzu, glaube ich, in der Zeit. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder, dass ich vegan werden wollte. Okay, das ist das Hauptproblem, was die Leute bei uns haben. Also, ja, ich wollte vegan werden. Wollen vegan werden oder vegan bleiben und haben Histaminprobleme. Genau, und dann kam das nämlich ganz schlimm wieder. Und dann noch mit meinem emotionalen Stress und dann war Haut und es war echt schlimm. Und genau, dann habe ich halt gesagt, so okay, ich habe halt dann super viel recherchiert im Internet. Dann ging es richtig los. Aber da gab es ja auch uns noch nicht. Da gab es euch noch nicht, damals habe ich euch noch nicht kennengelernt. Und genau, damals hatte ich dann gesagt, okay, ich kann nicht vegan bleiben, das geht nicht. Das haben ganz viele. Ich kann doch nicht vegan sein, wenn irgendwie die ganze vegane Ernährung so entzündungsfördernd ist und histaminhaltig. Ja, genau. Das war für mich dann ganz klar, dass ich da erstmal raus musste. So. Ich hatte immer noch die Idealvorstellung, irgendwann vegan sein zu können, aus ethischen Gründen. Aber ich wusste, erstmal muss ich jetzt gucken, dass es mir wieder besser geht. Und dann habe ich halt, ja, extrem viel recherchiert, extrem viel gezielt gegen das Histamin in meinem Körper gearbeitet, mit Spirulina, mit Kamillen, mit Leinöl, Borage-Öl. Ich habe mir ungefähr alles bestellt, was man sich vorstellen kann im Internet und habe das alles gleichzeitig gemacht. Ja, und dann funktioniert's. Und habe dann auch wieder super krass auf die Ernährung geachtet, super entzündungshemmend mich ernährt. Das müssen wir, glaube ich, mal erklären. Also es geht ja um Histamin. Also das ist so, bei wenn jemand Histaminprobleme hat, dann ist die Entzündung einfach generell hoch. Ne? Also und alles, was entzündungshemmend ist als Nahrungsmittel, wirkt sehr heilsam.
bei Histaminunverträglichkeit. Ja. Weil du hast es jetzt so aufgezählt, zack, zack, zack. Aber das waren alles Lebensmittel, die die Entzündung runterbringen im Körper. Ja. Also Leinöl ist super gut, Fenchel ist super gut. Fenchel ich hatte immer eine Knolle Fenchel im Rucksack, weil ich wusste, wenn ich die esse, selbst mit akuten Magenstechen, hat mir das tatsächlich helfen können. Es waren, es waren wirklich Pflanzen. Ich hatte immer den Kamillentee dabei, also Kamillentee hochdosiert. Auch nicht so irgendwie nur so ein Beuteltee irgendwie so, sondern wirklich so pure Kamillenblüten. Ja. Hat ein bisschen Krach. Ja. Genau, ich habe viel mit Spirulina damals dann angefangen, zum ersten Mal, kannte ich vorher noch nicht. Okay. Hatte ich gerade recherchiert. Fisch. Und ich habe ziemlich viel Fisch gegessen damals. Genau. Und das ist auch logisch, weil dieses Omega-3 des Fisches. Jeden Tag Fisch gegessen. Sehr, sehr entzündungshemmend ist und das Omega-3 ja sehr wertvoll ist, weil es so EPA und DHA ist und nicht nur wie bei Leinöl, diese ALA. Und dadurch kriegt man die Entzündung runter. Und jetzt die Leute, die bei uns ja suchen, sind ja oft, die tippen irgendwie bei Google ein, ja, ich bin vegan und jetzt sagt mir irgendwer, ich habe Histaminprobleme. Wie geht das? Kann ich das heilen? Und da nimmst du jetzt ja statt Fisch die Primärressource Mikroalgenöl, ne? Muss man ja auch quasi als Alternative mal nennen. Primärressource, das musst du vielleicht auch ein bisschen erklären, was du damit meinst. Naja, also die Fische haben ja so viel tolle Fettsäuren, nicht aus der Luft oder aus dem Wasser, sondern aus den Pflanzen, die sie im Wasser essen. Und diese Pflanzen, das sind bestimmte Mikroalgen. Und diese Mikroalgen haben halt viel DHA und EPA. Und wenn die Fische das essen, dann reichern die sich halt damit an. Und wir können auch diese Algen selber essen. Direkt die Alge und da haben wir eine Primärressource, anstatt den Umweg zu gehen über das Tier. Also wir können ja auch zum Beispiel Hülsenfrüchte essen, statt die mit denen Schweine genährt werden, statt das Schwein. Und das ist eben bei Fisch auch möglich mit Mikroalgenöl, weil man braucht keinen Fisch, sondern man braucht DHA. Und DHA hat der Fisch aus Mikroalgen und das ist eine super gute vegane Quelle, die sehr direkt ist, ohne den anderen Kram, der drumherum mitkommt bei Fisch. Genau. So, dann kommen wir zu eurer vierten Frage. Welche eiweißreichen Lebensmittel sind erlaubt? Das ist eine häufige Frage, denn die Leute haben Probleme, wenn sie vegan sind und eine Histaminintoleranz diagnostiziert bekommen, überhaupt genug Protein zu essen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Also, ist okay. Ist nicht einfach. Ist okay, dass es nicht... Ja, weil, ist ja auch erstmal gut so. Aber man kriegt es schon hin. Aber man braucht ein bisschen langen Atem, ja. Also, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich mein System jetzt nicht unbedingt überfordern darf mit einer zu großen Menge. So, und das ist auch gar nicht so viel ist, was ich brauche. Ich meine, das hängt natürlich von Gewicht und Körpergröße ab, aber du hast mir dann auch mal ungefähr die Menge gezeigt, zum Beispiel von jetzt Linsen oder so, die ich bräuchte. Und wenn ich das dann damit dann nicht übertreibe und dabei bleibe, dann ist es auf jeden Fall auch machbar. Und mein Lieblingsprodukt waren auf jeden Fall Beluga-Linsen. Das sind diese schwarzen. Auf jeden Fall die Linsen, die ich am besten vertragen habe, auch bis heute tatsächlich. Also Hülsenfrüchte ist auf jeden Fall immer noch sehr problematisch. Aber Beluga-Linsen, vor allen Dingen gesprost. Das ist der Trick. Ja, vor allen Dingen gesprost vertrage ich eigentlich sehr gut. Und witzigerweise auch, alle sagen ja immer, roh ist ja viel schwerer zu verdauen. Aber gesproste Beluga-Linsen roh vertrage ich am besten. Wie lange sind die gekeimt? Dass du sie gut verträgst. Du skalmst die immer. Ja, aber du, also du in deinem, ich meine, ich vertrag die ja eh. Ne, ich vertrag die. Ja, ich weiß es nicht, wie lange du das machst, aber die haben dann halt so einen weißen Schwanz. Okay, ihr seht es daran, wie lang die sind, ne? Also das sind schwarze Linsen, da kommt dann ein weißes Schwänzchen raus. Ihr weicht die ein über Nacht und dann spült ihr die morgens und abends. Und dann nach 2 Tagen fängt es schon an, dass ihr die essen könnt. Man kann die aber auch bis zu 7 Tage keimen lassen. Je länger die gekeimt sind, desto leichter ist es verträglich. Ja. Aber genau, es kommt immer drauf an. Genau, es kann also meistens seid ihr sehr sensibel mit eurem Geruch. Ja. Also riecht einfach daran und wenn es für euch noch frisch und gut riecht, denn es kann natürlich auch passieren, dass während des Keimprozesses Histamin entsteht
Und da muss man halt einfach genau drauf achten und vertraut eurem Instinkt und eurem Geruch und geht richtig ran. Und wenn ihr merkt, so, nee, dann ist es einfach zu weit und dann ist zu viel Histamin entstanden. Aber wenn, genau, ja. Okay, ja. Da muss ich einmal kurz was sagen, weil das kriegen wir auch richtig oft als Frage. Kann ich denn überhaupt gekeimte Saaten, gekeimtes Getreide, gekeimte Hülsenfrüchte essen bei Histaminintoleranz? Da entsteht doch auch mal Histamin. Muss ich sagen, nee, entsteht nicht, wenn man das richtig macht. Es entsteht, wenn man zum Beispiel zu feuchtes macht oder zu warm. Mhm. Und bei Aho, wir machen ja ganz, ganz viele Produkte aus gekeimten Saaten, gekeimten Urgetreide, die auch histaminarm sind. Und das kann ich halt versichern, weil wir immer eine Laboranalyse machen nach jeder Charge, um die mikrobielle Reinheit zu bestimmen. Und da ist dann wirklich keine Keimbelastung drin, weil das temperaturreguliert ist. Wenn ihr das zu Hause macht, dann ist es wichtig, dass ihr die Sachen mit kaltem Wasser spült, damit die interne Temperatur nicht zu hoch wird. Am besten mit gefiltertem. Dass ihr guckt, dass das Wasser sauber ist, also zum Beispiel gefiltertes Wasser nehmt und das wirklich regelmäßig macht. Und das kommt darauf an, wie warm es in eurer Küche ist. Wenn es jetzt Hochsommer ist, dann ist es sehr warm vielleicht in eurer Küche, dann macht ihr das vielleicht dreimal am Tag. Und im Winter macht ihr es einfach nur morgens und abends, wenn es ein bisschen kälter ist. Ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass wir damals, als wir auch Aho so noch nicht hatten, hast du ganz viel mit Buchweizen gearbeitet und ihn ganz viel selbst gesprost. Und hast immer gesagt, das ist richtig gut für dich, weil der ist gesprost und dann verträgst du den. Genau. Und das war die absolute Katastrophe für mich. Also genau, weil Buchweizen hat super viel Histamin. Genau, manchmal muss man es einfach auch ausprobieren und gucken. Und das habe ich irgendwann gemerkt, so nee, das geht nicht. Aber jetzt zum Beispiel das Sprossenmüsli hier von Aho, das hat ja auch 10% gekeimter Buchweizen. Und das ist voll kein Problem für mich. Das ist halt super sauber gekeimt. Und es ist einfach nicht ganz so eine große Menge, wie jetzt so ein purer Buchweizen-Cracker oder sowas. Ja. Genau. Es kommt also auf die Menge an. Unsere Cracker sind tatsächlich histaminarm, weil sie aus gekeimten Urdinkel sind. Die Aho Natur-Cracker zum Beispiel. Ja. Viele Leute, die wollen dann irgendwie Rohkost-Cracker und dann ist das halt Buchweizenbasis und die vertragen nicht. Ja, so ist Aho eigentlich entstanden. Ja. Ja, eigentlich ist Aho da entstanden, weil er hat immer seine Rohkost-Cracker gemacht bei unserer Küche und hat immer das mit Buchweizen gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann das nicht essen, das geht gar nicht für mich. Ja, aber die Leute, die denken dann, ich glaube, Gluten ist schlecht, obwohl sie keine klinische Zöliakie haben. Und dann wollen sie ja keinen Weizen nehmen. Ne? Mhm. Und dann verzichten sie auf alles Getreide und dann nehmen sie Pseudogetreide stattdessen und gehen auf Buchweizen. Und Leute, die wirklich regelmäßig und viel Buchweizen essen, die kriegen Magenprobleme. Ich kenne so viele Leute, die so vegan wurden oder rohköstlich sich ernähren wollten, ja, Buchweizen zu viel Buchweizen gegessen. Super guten Ruf, Buchweizen, keine Ahnung, ist es irgendwie so, ne? So der. Ja. Aber so ein Hype irgendwie. Aber also für mich war es schwer und dann sind wir halt auf Urdinkel irgendwann gekommen und haben daraus die Cracker gemacht und genau. Genau, hat eine andere Glutenstruktur, ist verträglich selbst bei Reizdarm, hat wenige FODMAPs, das hat super, super viele Vorteile und eben bei Histaminintoleranz ist das eine super Alternative. Wir haben ja zum Beispiel Buchweizen-Sprossenpasta und wir haben aber auch Urdinkel-Sprossenpasta und die Urdinkel-Sprossenpasta ist histaminarm und die verträgst du ja auch gut. Und es passt auch zu der Frage, was das Eiweiß betrifft, denn in dem gesprossenen Getreide, also in den Crackern, in den Nudeln, die ich wirklich täglich esse, ist halt auch ein Eiweißgehalt drin durch den Sprossvorgang. Ja. Und genau, das ist auch schon mal ein Teil. Und dann kommt ein Teil Beluga-Linsen, entweder irgendwie gesprost, frisch in einem Salat. Hanfsamen. Genau, Hanfsamen sind eigentlich auch täglich bei mir in einem Bowl oder so. Mhm. Und Hanfprotein war das einzige Pulver, was ich wirklich vertragen habe. Da habe ich wirklich viel ausprobiert. Auch gerade die Jungs, irgendwie mit ihrem Sport und so, haben ein Proteinpulver nach dem anderen mir irgendwie vorgeschlagen. Hier ist irgendwie Reis, hier ist Reis mit Erbse, hier ist dies und jenes. Ich habe alles probiert und es ging alles nicht letztendlich. Aber geschälte Hanfsamen zum Beispiel. Genau, es ist sehr simpel. Also bei Histamin hilft auch einfach so einfach wie möglich denken und so, also ganz Whole Food mäßig denken. Ne? Also es ist wirklich so Hanfsamen, Hanfprotein. Okay, das ist jetzt auch ein Auszug, aber das ging auf jeden Fall. Und dann frisch, gekochte frisch. Beluga-Linsen verträgst du, rohe Beluga-Linsen verträgst du? Ja, also mit gekocht muss ich tatsächlich auf die Menge wirklich achten. Ja, weil man isst ja viel mehr, ne? Genau, da muss ich auf die Menge achten. Ja. Ja, bei frischen ist es
Also die braucht nicht so viel Eiweiß. Es ist halt auch so ein Mythos, ne, von der Fitnessindustrie. Ja. Aber ihr braucht Eiweiß. Eiweiß ist extrem wichtig, es ist essentiell und davon hängen die Hormone ab. Das heißt, bei der Extreme, ihr braucht gar kein Eiweiß oder ihr braucht super viel Eiweiß, ist total gefährlich. Und ihr braucht Eiweiß und das hängt von eurem Körpergewicht ab. Jemand, der irgendwie 50 Kilo wiegt oder so, kann dann sagen, okay, ich nehme das mal 0,8 bis 1, also sagen wir mal 50 Gramm Eiweiß am Tag. Dann seid ihr safe. Und also 50 Gramm Eiweiß am Tag ist nicht so viel. In 2 Mahlzeiten brauchst du dann 25 Gramm Eiweiß. Und, oder in 3 Mahlzeiten irgendwie so 20 Gramm Eiweiß oder 15 bis 20 Gramm. Und dann hat man das. Wenn man das täglich macht, ist das eine gute Grundlage. Ja. Also braucht jetzt nicht dann 100 Gramm Eiweiß pro Tag oder nur 10 Gramm. Das ist beides gefährlich. Also ich will nochmal sagen, dass ich halt, gerade auch als ich dann dich kennengelernt habe, ich war wirklich ein Jahr super strikt. Also ich habe viele dann auch kennengelernt, die meinten irgendwie, ja, ich glaube, ich habe irgendwie auch Probleme mit Histamin und so. Und ich weiß auch und ich hole mir auch diese Listen und so. Aber ich habe dann gesehen, was die essen und ich habe einfach immer wieder gemerkt, sie ziehen es einfach nicht durch. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich habe es ein Jahr wirklich durchgezogen. Ich habe kein histaminhaltiges Lebensmittel gegessen. Kein Sonnenblumenöl? Ich habe nicht mal Hafermilch genommen, weil ich wusste, dass da Sonnenblumenöl drin ist. Ich habe keine Bananen in meinen Smoothie gepackt. Also ich war sehr streng ein Jahr, wirklich, um das einmal das alles zur Ruhe kommen zu lassen. Okay. Und ich glaube dann, also genau das will ich nur nochmal sagen, also dann, da waren es wirklich nur Beluga-Linsen. Heute zum Beispiel nehme ich auch Sojajoghurt. Das habe ich damals aber nicht gemacht und es hätte auch wahrscheinlich, also es hätte einfach nicht den gleichen Effekt gehabt damals, dieses Ausheilen. Also wir hatten richtig das Gefühl, das System kommt einmal zur Ruhe. Und dann kamen natürlich auch noch verschiedene Dinge hinzu. Ich wurde schwanger, ich habe mich wegen der Schwangerschaft mit meiner Schilddrüse wieder beschäftigt. Das ist ein Zusammenhang, über den wir auch überlegt haben zu sprechen, weil ich... Das können wir auch nochmal separat uns machen. Genau, weil ich Hashimoto habe und wir auf jeden Fall im Nachhinein da einen starken Zusammenhang sehen. Ja. War uns währenddessen nicht immer so bewusst, aber... Also falls euch das interessiert, das Thema Schilddrüse, Autoimmunkrankheiten, Schilddrüsenunterfunktion, Stimmungsschwankungen, all diese Sachen, die damit da zusammenhängen, dann schreibt das in die Kommentare oder schreibt uns einfach, dann wissen wir, das lohnt sich oder nicht. Genau, also es sind viele Faktoren gewesen, die dann bei mir in meinem persönlichen Weg, in meinem Moment zusammenkamen. Die Schwangerschaft, ich habe zum ersten Mal angefangen, ein Hormon zu nehmen für meine Schilddrüse, Elthyroxin, und alles hat sich entspannt und ich konnte in der Schwangerschaft, habe ich schon gemerkt, nach diesem einen Jahr strikt auf Histamin verzichten, habe ich schon gemerkt, dass ich auch wieder mir das eine oder andere Mal leisten konnte. Das ist ja gut, weil die Leute geben ja bei Google ein, Heilung, heilbar, kann ich das heilen? Ich glaube, es ist... Aber ist es denn ganz heilbar? Wie soll ich sagen? Also ich habe meine Histaminintoleranz nicht als Krankheit empfunden. Sondern als Zeichen von meinem Körper, dass ich etwas nicht beachte, dass ich etwas nicht verstanden habe, sozusagen. Also einen Weg, mir das zu sagen. Also nicht, ich habe da nicht, also ich habe das halt oft erlebt, auch dass Leute, die Probleme damit hatten, so darunter gelitten haben. Oh Mann, ich kann das nicht mehr essen und so, oh Mann, das ist echt richtig doof. Und ich habe das tatsächlich nie so empfunden, aber klar, natürlich kam auch viel durch dich, weil wir eine Begeisterung hatten, dem auf den Grund zu kommen. Und, weil das ja so ein Hinweis ist, was ist denn eine gesunde Ernährung überhaupt? Ist das denn überhaupt gut? Manche so gezüchtete Nahrungsmittel, die wir denken, sie sind gut, wie zum Beispiel viele Früchte. Ne? Ja, also du hast mir oft gesagt, Laura kriegt halt immer das Beste. So. Ja. Ja, aber sie muss ja jetzt Leinsamen, Chiasamen und Hanfsamen essen. Und du hast immer gesagt, so sollte sich jeder ernähren. Weil weißt du, ist eigentlich für jeden gut. Ja. So, super basisch, super entzündungshemmend. Ja. Und deswegen habe ich das als eine Chance gesehen, da was zu verändern für mich. Ja, und gleichzeitig sage ich ja immer,
nicht 100%, also außer in so akuten Fällen. Ne? Das ist ja halt so eine Heilung. Ja. Aber dann, da das Ziel ist ja nicht, dass wir uns die ganze Zeit mit Essen beschäftigen und dann, dass das einfach so eine Nebensache ist, dass wir uns einfach ernähren, weil es Spaß macht, schön ist, lecker schmeckt und uns Energie gibt und wir aber andere tolle Dinge im Leben tun können mit dieser Energie. Deswegen möchte ich nicht eine 100% perfekte Ernährung irgendwie anpreisen, sondern eigentlich eher so eine 80% sollte es jeder so machen und 20% ist doch nicht so schlimm, weil die Basis stimmt. Ja. Ja, genau, also ich genau, die Frage kann, ist dies heilbar? Ist es so, ich habe gar nicht das Bedürfnis, das zu essen, was ja gar nicht lang gereiften Käse und Wein. Ja, was nicht, also ja, also genau, das, ja. Okay, dann, was isst du so an einem Tag? Die letzte Frage, fünfte Frage. Was esse ich an einem Tag? Was isst du denn so an einem Tag jetzt? Jetzt? Ja, jetzt. Also ich meine, ich verstehe, du hast 100% das gemacht. Die Frage für ein Jahr und dafür haben wir auch diese Liste. Ja, die Frage ist, ob sie wissen wollen, was habe ich damals an einem Tag gegessen oder was esse ich jetzt an einem Tag. Okay, dann machen wir zwei Sachen. Was hast du damals gegessen? Wen das noch genauer interessiert, wir haben eine Liste zusammengestellt mit 144 histaminarmen Lebensmitteln. Die könnt ihr euch ausdrucken und einfach am Kühlschrank hängen. Und dann habt ihr eine mega lange Einkaufsliste, wo ihr eine super große Auswahl habt. Da steht nicht drauf, was ihr nicht essen könnt, weil das ist sehr, sehr negativ. Und dann, oh nö, ich muss verzichten. Sondern, wow, krass, so viele Sachen kann ich essen. Was? Ich wusste gar nicht, dass Dinkel histaminarm ist, dass ich Haferflocken essen kann, dass Quinoa gut ist, Ingwer, Kartoffel und so weiter. Das finden wir einen wichtigen Ansatz. Also, aber was hast du denn gegessen in der Zeit? Danach machen wir, was du jetzt isst. Ja, also ich würde so zusammenfassend sagen, ich glaube, ich habe meistens mit einem Smoothie irgendwann gestartet. Was war da drin? Kiwi, Banane, Ananas und Spinat? Ja, all das. Weil das ist ja so gesund. Ich bin jetzt vegan, mache einen Green Smoothie, mache noch Mangold mit rein. Ist mir einmal passiert. Alles Histamin. Ist mir einmal passiert. Da, also als ich das noch nicht wusste, da habe ich so einen richtig krassen Smoothie mir gemacht. Okay. Aus Spinat und Kiwi und Banane. Und dann hatte ich so einen richtigen Schockzustand. Aber nee, das nicht. Das nicht machen. genau, in meinem Smoothie war Apfel, keine Banane, Apfel, Wasser. Keine Hafermilch mit Sonnenblumenöl? Nein. Okay. Ich habe gar keine Pflanzenmilch damals, weil ich hatte das Gefühl, alles, was flüssig ist und haltbar ist, ist einfach nicht gut für mich. Also ich habe es einfach nicht genommen. Ja. Ich habe Wasser genommen, ich habe Apfel genommen, ich habe Spirulina genommen, recht viel Spirulina. Das hat mir dann auch immer besser geschmeckt irgendwann. Ja, jetzt isst du es pur und findest es lecker. Ja, ist auf jeden Fall ein Prozess. Hanfsamen. Beeren. Statt Früchte? Viele Beeren? Ja, Beeren, also Blaubeeren, auch tiefgefroren, ne? Keine Erdbeeren, also Blaubeeren habe ich auf jeden Fall viel genommen. Genau, also die gezüchteten Kulturerdbeeren nicht. Die Walderdbeeren sind sogar histaminsenkend. Also das war für mich richtig, ja, okay. Das ist so das super spannend, also da versteht man, hey, das ist nicht irgendwie eine Krankheit, die ich heilen muss, sondern das ist ein Lifestyle. Der mich mehr zur Natur vielleicht auch wieder bringen soll, ein Zeichen, dass gezüchtete Sachen oft viel Zucker haben, manchmal viel Histamin, viel Wasser und die Urformen, wie zum Beispiel eine Walderdbeere, ganz, ganz viel Vitamin C, was histaminsenkend ist. Ja, wenn man das dann einmal genauso viel verstanden hat und das mal fühlt, wie man sich, wie viel Energie man haben kann, dann will man ja auch gar nicht zurück. Also es ist gar nicht was, wo man denkt so, kann ich jetzt den Scheiß wieder machen. Ja. Dafür ist die Nahrung da, dass wir uns mega gut fühlen, so eigentlich. Und nicht, dass wir irgendwie danach in der Ecke liegen mit Magenkrampf. Ja, Chiasamen steht da. Ja, Chiasamen habe ich auch genommen. Flohsamen, mit Flohsamenschalen habe ich auch recht viel gearbeitet. Habe ich auch manchmal einfach dann morgens so erstmal so pur, ne, so im Wasser aufgequollen. Okay, Kartoffeln. Warte, das ist ja jetzt... Nur Kartoffeln. Ich habe jetzt nicht Kartoffeln gefrühstückt. Nein, ich versuche den Tag durchzugehen. Ja. So, damit habe ich so angefangen. Und dann habe ich so wahrscheinlich dann irgendwann so einen Salat gegessen. einfach grünen Salat. Kann man sich auch schlau machen, was jetzt irgendwie geht und was nicht geht. Zum Beispiel Rucola eher nicht so scharfe, aggressivere Sachen, sondern ganz so Eisberg, viel Wasser, wasserhaltige Sachen, ne, mit Gurke und Sellerie und halt dann die Tomaten weggelassen, rausgefunden, dass Kräuteressig gut ging, kein Apfelessig und einfach so
Genau, da habe ich dann damals halt viel so Details halt rausgefunden und gut kauen, einfach genau dem, einfach dem Körper helfen. Und dann abends habe ich meistens was Gekochtes, Sanftes, Schonendes, Gedünstetes, wieder Kartoffeln, Reis mit Gemüse und halt Linsen. Ja. So sah okay. das eigentlich damals aus, würde ich jetzt mal so sagen. Und vor allen Dingen, was ich ja dann auch angefangen habe, was ich wirklich als extrem wichtig betrachte, noch fast noch wichtiger, was man isst, ist, dass man, was man für Ruhephasen zwischen dem Essen hat. Mhm. Also damals, ich habe dann, also als ich studiert habe, und dann habe ich mal hier was gesnackt und fast stündlich irgendwie was gegessen. Und das ist halt, was Histamin betrifft, auch super schlecht, schwierig, weil don't do it. Ja. Warum? Also warum? Warum? Weil willst du es erklären? Ich kann es auch erklären. Also, ich kann es auch erklären. Histamin ist ja so ein Prozess, eine Gärung im Außen. Also sagen, stellen wir uns mal irgendwie Alkohol vor, ne, da fermentiert dann der Zucker, wird immer kürzer und dann hat man Nebenprodukte und oder im Tetrapack lange Lagerung und so weiter. Das ist immer ein Problem. Und das können wir aber auch intern im Körper machen. Ja. Auch wenn wir jetzt ganz, ganz cleane Sachen essen, wenn wir diese ja. falsch kombinieren, also wenn wir sehr, sehr schnell verstoffwechselbare und sehr, sehr langsam verstoffwechselbare Sachen, also zum Beispiel Nüsse und Trockenfrüchte und Obst, also eine Wassermelone und Saaten. Was letztendlich alles histaminarm wäre, ja. aber wenn es in meinem Magen zusammenkommt. Genau, dann liegt es zu lange dort. Und dein Körper das nicht schafft, es zu verdauen, entsteht Histamin. Genau, in weil mir. Aus dem Zucker zum Beispiel der Früchte. Weil ich die Gärung dann. Genau, also du machst diese ja. Fermentation, die Histamin produziert ja. und dann hat man etwas wie, kennt ihr vielleicht einen Kater am nächsten Tag, aber ihr habt keinen Alkohol getrunken. Das sind Fuselalkohole, die entstehen, wenn zum Beispiel Zucker zu lange im feuchtwarmen Milieu intern liegt. Genau, dann ist man so verschallert so. Und, genau. Ja. Okay. Genau, das war halt auf jeden Fall auch, das habe ich super also stark so beachtet, paar Stunden dass ich dazwischen. Wirklich auf meinen Hunger warte. Ja, also wenn ich wirklich Hunger habe, dann weiß ich, okay, das ist jetzt durch und jetzt ist mein Körper auch wirklich bereit für was Neues. Ja, okay. So war das damals. Das könnt ihr quasi hiermit machen und langfristig vielleicht aber nicht so eng sehen, sondern 80% das als Grundlage nehmen, denn genau. das hat sich so stark gebessert, dass du dich jetzt ja auch immer anders ja, ernährst. Aber da, ich würde auch noch hinzufügen, also es gibt im Internet, findet man, vielleicht können wir es auch noch verlinken oder so, so findet man relativ viel Kombination von Nahrungsmitteln, die man miteinander kombiniert ja, oder, ja. Oder nicht. So, das hast du im anderen Blogartikel auch schon geschrieben. Genau, das, ich habe mir das auch, jetzt ist das super in meinem Kopf. Ich würde intuitiv gar nicht mehr Nüsse und Obst zum Beispiel zusammen essen. Aber damals war es neu für mich und ich habe mir das auch in die Küche gehängt. Damals ne, haben wir es ausgedruckt, haben es hingehängt und weil ich das erstmal verinnerlichen musste, habe ich einfach vorher noch nie drüber nachgedacht. Ich dachte, ich kann alles zusammen essen, aber ist halt nicht so. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig. Und was hast du jetzt gesagt? Ja, was du jetzt isst. Was ich jetzt also, esse. Du, ach so. Du bist ja. Also, so wie ich dich kenne, isst du bewusst histaminärmer als andere, ja. aber du achtest da nie 100% drauf. So, und das ist ja, ja voll angenehm. Es also, kommt halt drauf an. Worauf denn? Es also kommt auf deine drauf Phase? An. Oder? Bei mir jetzt aktuell würde ich sagen, wenn es was Frisches ist, was Histamin enthält, zum Beispiel Tomate oder Spinat. Banane. Dann kommt mein Körper damit sehr gut klar. Okay. Schwierig sind immer noch und wird es wahrscheinlich immer sein, sind Verarbeitungsdinge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Essen eingeladen bin und das ist nicht so bewusst ausgewählt und zubereitet und zusammengestellt, ja. wie und ich das dann einfach so auf den Teller bekomme und dann danach habe ich meistens Bauchschmerzen, immer noch. Ja. Aber da ist ja auch erhitztes Öl drin, mit sehr dann, viel entzündungsfördernden Fettsäuren. Ja, genau, also
ne, das kennen wir, wenn wir irgendwo eingeladen sind oder im Restaurant oder so. Das passiert einfach immer noch, weil ich einfach keinen Überblick habe. Ist der Reis von gestern? Was für ein Öl benutzen die da gerade? Wie viel haufenweise Sonnenblumenöl? Das Sonnenblumenöl gibt es ja bei uns gar nicht in der Küche. Ja. Und genau, also diese Sachen sind immer noch schwierig und versuche ich zu vermeiden. Ich habe eine Insider-Info zu Sonnenblumen. Ja. Ist, wenn ihr, wir haben das gesehen in Laboranalysen, wenn ihr wenn ihr Sonnenblumenkerne keimt, dann steigen die Omega-3-Fettsäuren mehr durch den Keimprozess als die Omega-6-Säuren. Das heißt, das Verhältnis passt sich ein bisschen an. Ja. Und dann könnt ihr zum Beispiel gekeimte Sonnenblumenkerne von Aho, wenn ihr die kombiniert mit Leinsamen oder mit Hanfsamen, auch bei Histaminunverträglichkeit gut essen. Deswegen verträgst du zum Beispiel auch Aho Naturcracker, wo gekeimte Sonnenblumenkerne drin sind, in Kombination mit Leinsamen. Und dann hast du ein ausgeglichenes Verhältnis. Ja. Also wenn man die Sachen schlecht zusammenstellt, klar kann man viel falsch machen, aber wenn man sie gut zusammenstellt, dann kann man auch ganz viel ausgleichen, dass man nicht Nahrungsmittel komplett ausgrenzen muss. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und genau, also ich esse immer noch keine Sachen vom Vortag, grundsätzlich nicht. Und ich esse auch eigentlich keine Sachen, die irgendwie so in Dosen sind oder es spricht mich aber auch einfach nicht an. Also keine so krass verarbeitet. Ja, keine, genau. Also so frisch wie, also so frisch und klar und einfach wie möglich. Und das mache ich schon immer noch so, weil ja, damit geht es mir immer am besten. Und bei manchen Dingen weiß ich einfach, ich muss auf die Menge achten, nach wie vor. Einfach auf die Menge achten. Ich kann jetzt zum Beispiel auch nicht so viel Cracker wie du essen. So, da geht es mir gar nicht gut mit, aber ich weiß einfach, okay, das und das geht und ja. Klar. Das muss man einfach da ein bisschen rausfinden auch für sich. Ne? Okay. Ja. Cool. Also dann, es steht ganz, ganz viel über Histaminunverträglichkeit und unsere persönliche Geschichte auch in meinem Buch Sprossen, das Geheimnis der Nährstoffexplosion. Also könnt ihr dort viel nachlesen auch nochmal, auch mal mit Tabellen, das ist ein bisschen leichter. Und ansonsten würde ich jetzt voll gerne das nochmal zusammenfassen, einfach am Ende, weil es ist sehr oft so gewesen in der Vergangenheit, dass Leute zu mir gekommen sind für eine Ernährungsberatung. Ich habe das während Corona dann über Zoom gemacht. Und die 80% der Menschen, die dort gekommen sind, waren Frauen mit Histaminproblemen. Und ich habe da gelernt, dass für die das Wichtigste ist, eine Kategorie zu haben, ein Verständnis zu haben und dass es nicht so kompliziert ist. Und dann habe ich gemerkt, es ist ziemlich einfach, wenn man das runterbricht, denn alles, was haltbar gemacht ist oder lange im Kühlschrank stand, zum Beispiel vom Vortag oder was in Dosen ist, alles, was lange haltbar ist, das in Kontakt mit Wasser war, also jetzt nicht trockene Lebensmittel, sondern feuchte Sachen, die schon gekocht sind, das ist histaminhaltig. Dann, alles, was entzündungsfördernd ist, ist nicht so gut bei Histaminintoleranz. Deswegen achtet auf die Fettsäurenverhältnisse und nehmt viel Leinöl, geschälter Hanfsamen, Leinsamen, Chiasamen. Das das eine. Ja, und richtig viel auch. Also nicht Angst davor haben, für, oh, das ist irgendwie ja Fett oder Öl. Also, nee, ich könnte echt regelmäßig. Richtig, ja, und nicht sparen. Ja. Und das dritte ist, dass ihr alles, was aufputschend ist, meiden solltet. Langfristig. Das ist echt was nur Punktuelles. Es ist nicht gut für unseren Körper, wenn wir aufputschende Dinge wie Kaffee, Schwarztee, Alkohol, andere Drogen, Schokolade. Das sind alles Dinge, die mit unserem Körper, also die unserem Körper die Möglichkeit geben, mehr zu leisten, als er ohne diese könnte. Also wir sollten uns eigentlich entspannen. Wir merken, wir können nicht mehr, wir sind voll müde, wir sind voll kaputt. Und wenn wir dann einen Kaffee nehmen, können wir mehr machen als vorher. Und dann gehen wir immer weiter in einen Stress, den unser Körper eigentlich nicht kann. Und das führt auch zu dem Punkt, dass wir zu viel Stress ansammeln im Körper. Aber wenn man schon da ist, dass man eine Histaminunverträglichkeit hat, dann ist das wirklich pures Gift, weil das Zeichen ist, mach ruhiger und mach in deinem Leben weniger Stress. Und deswegen diese drei Kategorien helfen da sehr gut. Und viele verstehen nicht, warum vertrage ich jetzt keinen Grüntee mehr, das sei doch so gesund.
Ja, das hat einfach auch diese aufputschende Wirkung. Die ist zwar ein bisschen sanfter als bei Schwarztee, aber du verträgst zum Beispiel keinen Grüntee. Das ist auch logisch und der bringt uns ja auch dazu, irgendwie mehr zu machen, als wir eigentlich machen. Also wirklich gar keine Sachen in die Richtung. Auch ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Situation, da habe ich mal so einen Club Mate, das war schon ein bisschen länger her, so, ne? Selbst das, wo man vielleicht denkt, da ist vielleicht gar nicht so viel. Ja, Mate ist auch putschen. Aber das, da habe ich richtig auch Probleme danach. Und genau, also alles, was in diese Richtung geht. Genau, also die Mate, Natur ist nicht doof, Tee, dass sie Kakaobohnen. Schwarzer Tee, Schokolade. Ja, Schokolade alles. Zum Beispiel. Ne? Die Natur ist ja nicht doof, dass sie Kakaobohnen erschaffen hat. Das ist gut, aber es ist halt gut, um Vulkan hochzulaufen und einmal ganz punktuell richtig viel Energie zu haben. Aber wenn ich jetzt irgendwie, ja, da wächst es ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie in meinem Alltag die ganze Zeit Kaffee oder Schokolade esse, dann gewöhnt sich der Körper an ein bisschen zu viel leisten. Und wenn ich das über Jahrzehnte mache, ist es einfach nicht so gut. Also bei sowas einfach ein bisschen sensibler sein und punktuell nur. Ja, genau. Man wird halt viel leistungsfähiger, wenn man halt die Ernährung so anpasst, dass der Körper eigentlich voll die gute Basis hat. Dann hat man eigentlich Kraft ohne Ende. Ja. Okay, ja. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest? Klar. Ansonsten? Was ist das Wichtigste? Schlafen. Okay. Gut schlafen. Alles klar. Ja, Schlaf ist natürlich auch. Ich hoffe, dass es euch irgendwie geholfen hat, ein bisschen lockereres Gespräch zu haben. Ich finde es ganz cool, dass wir jetzt so eine Zusammenfassung haben. Ja, und gebt uns gerne Feedback, auch im Blog vielleicht, in den Kommentaren, falls ihr noch weitere Fragen habt. Wir können uns auch noch mehr machen. Es hilft uns immer weiter, wenn wir wissen, was sind denn eure Ideen, was wollt ihr von uns hören. Ja. Ich habe mir jetzt hier nochmal so ein bisschen das hier durchgelesen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz coole Orientierung. Also, ja, das ist deine Liste. Ja, ist das so? Ja, das ist die Liste, die wir damals für dich gemacht haben. Das hatte Johann, unser Grafikdesigner, gemacht und die an den Kühlschrank gehängt, damit du keine Listen mehr hast, die nur schreiben, was du nicht darfst. Ja, also hier erinnere ich mich auch, Vitamin C steht hier. Ne? Das war auch immer so. Ne? Wenn ich dann mal irgendwie was versehen, was ich gegessen hatte, wo es mir dann nicht so gut ging, dann haben wir eigentlich sofort hochdosiert Vitamin C, Kamillenblüten, also wussten wir dann, also das fand ich dann auch ganz gut, dass okay, selbst wenn dann mal was schief gelaufen ist, dann hatte man auch irgendwie nicht dieses Gefühl der Ohnmacht und jetzt bin ich irgendwie für 2 Tage ausgeschaltet, sondern man konnte auch dann sagen, okay, jetzt dann wissen wir auch, was wir tun können. Ja, ich hoffe, euch hat das weitergeholfen. Ich habe einfach jetzt mal so ein bisschen erzählt. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt die gerne. Und ansonsten macht's gut. Ciao.